31. Mai 2011. Ein Frühsommermorgen wie aus dem Bilderbuch. Ein blauer, wolkenloser Himmel präsentiert sich über der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Wetterbericht verspricht Sonne pur über dem Süden Deutschlands. Nur wenige bemerken, wie auch an über 90 anderen Tagen im Jahr, eine zunehmende Veränderung des Himmels nicht nur über Stuttgart, sondern weltweit stattfindet. Eine vierstrahlige Militärmaschine hinterlässt einen massiven Kondensstreifen, der sich nicht, wie sonst üblich, auflösen wird. Dieses in seinem Umfang stetig zunehmende Phänomen wird seit Mitte der 1990er Jahre in über 30 Ländern der Erde beobachtet. Der Großraumjet besitzt keinerlei sichtbare Kennung, wie es internationale Bestimmungen vorsehen. Verschwörungstheorien sprechen von einem völkerrechtlich nicht ratifizierten Versprühen von Chemikalien und Nanopartikeln über unseren Köpfen mit dem Ziel der militärischen Wetterkontrolle und einem gezielten Angriff auf die menschliche Gesundheit. Eine weitere vierstrahlige Maschine, jedoch mit nur drei Kondensstreifen, zieht ihre Bahn. Auch ihre Abgasspuren werden sich nicht auflösen. 50 Minuten später, in denen Dutzende hochfliegende Linienmaschinen den Himmel völlig unberührt ließen, wird das gesamte Stadtgebiet plötzlich mit einem bizarren Netz aus kurzen und langen Kondensstreifen überzogen. Innerhalb der nächsten Stunden werden sie sich zu einer diffusen silbergrauen Wolkenschicht ausgebreitet haben. Der morgens noch tiefblaue Himmel verblasst. Immer neue Flugzeuge erscheinen und generieren bis zum Abend über dem Großraum Stuttgarts einen lokalen Wolkenschild. Das Codewort im Wetterbericht: Steierwolken. Der 30. Mai 2011 zeichnet sich durch eine ungewöhnlich hohe Tagestemperatur aus. Es ist der zweitwärmste Frühling seit 1881. Am 1. Juni beginnt in den Alpen der Sommeranfang mit heftigem Schneefall und ich beginne mich zu fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen den immer massiver auftretenden Kondensstreifen und der zunehmenden Chaotisierung der Wetterverhältnisse gibt. Verschwörungstheorie oder einfach nur Normalität? 24 Monate persönliche Recherche stellen für mich die Normalität des Phänomens in Frage. Den Weltraum zu kontrollieren, bedeutet, die Welt zu kontrollieren. Vom Weltraum aus besitzen wir die Herrschaft über das Wetter, können Dürren und Überschwemmungen herbeiführen, die Gezeiten verändern und den Meeresspiegel erhöhen, den Golfstrom umleiten und das Klima abkühlen. Es gibt etwas Wichtigeres als die ultimative Waffe. Und das ist die ultimative Macht. Die totale Kontrolle über die Erde, irgendwo vom Weltraum aus. Lyndon B. Johnson, ehemaliger Präsident der USA 1963 bis 1969. Juli 2012. Kurz nach 7:30 Uhr morgens. Auf dem Weg in die City, erste Spuren eines bevorstehenden Großeinsatzes über der Landeshauptstadt. An diesem Sommermorgen zeichnet eine erste, hochfliegende Maschine einen weißen Streifen in den jetzt noch tiefblauen und wolkenlosen Himmel. Obwohl Stuttgart mit über 400 Starts und Landungen pro Tag zu den großen internationalen Flughäfen Deutschlands gehört und stündlich von Dutzenden Maschinen in großen Höhen überflogen wird, bleibt der gerade beobachtete Kondensstreifen mehr als eine halbe Stunde der einzige sichtbare an diesem Morgen. Alle anderen Flugzeuge, welche zur gleichen Zeit in vergleichbaren Höhen die Stadt überfliegen, besitzen keinen einzigen sichtbaren Abgasstrahl. 8.15 Uhr. Ein weiterer Großraumjet überquert das Stadtgebiet und hinterlässt einen zweiten langlebigen Kondensstreifen, einen sogenannten Contrail, wie er im englischen Sprachraum bezeichnet wird. Ungewöhnlich wie das zu beobachtende Phänomen selbst, ist die auffallende Anzahl von nur drei Kondensstreifen. Tage ohne Kondensstreifen am Himmel werden nicht nur in Deutschland immer seltener. Vielen älteren Menschen, aber auch noch in den 60er Jahren Geborenen, sind ein unberührter blauer Himmel und intakte Jahreszeiten aus ihrer Kindheit noch in guter Erinnerung. Langlebige Kondensstreifen waren ab den 1950er Jahren zwar keine Seltenheit, traten jedoch trotz zunehmenden Flugverkehrs der Nachkriegszeit nur vereinzelt, im Zusammenhang mit natürlichen Änderungen der Großwetterlage auf. Wir Kinder machten damals ein Spiel daraus, wer als erster ein Düsenflugzeug am Himmel entdeckte. Meine Freunde erinnern sich mit mir daran, dass man Flugzeuge mit wenigen Ausnahmen nur hören konnte.
Nur ganz selten waren Kondensstreifen zu sehen. Den Himmel, wie wir ihn seit einigen Jahren kennen, hat es früher so nicht gegeben. Watching the development of jet travel from its very beginning. I used to live near the Los Angeles airport. Remember when the first jets came in and landed? Man, they made a big noise. We never heard a noise like that before. And we used to go down and sit at the end of the runway and watch these jets come in and take off because it was a novel experience. I've been watching jets all my life, and I know about jet contrails. I've watched them. They're vaporized moisture, ice crystals, and they get out there in the atmosphere, and then they effervesce and evaporate and then disappear, and you can see them. Plane moves along and the little white trail follows right behind it, and usually about 10 or 20 lengths of the plane or thereabouts, and then it's gone. And you can still see them that way, by the way, once in a while. So there goes a contrail. These other things we're talking about are not at all the same phenomena at all. These planes go by and they billow out this white smoke, and it covers the sky from horizon to horizon. It doesn't dissipate at all. Dass wir grundlegende Veränderungen von Wolkenbildern und Himmelsphänomenen über einen längeren Zeitraum nicht mehr wahrnehmen, ist eine Folge der modernen Lebensart des Menschen. Die Zwänge einer technisierten und globalisierten Arbeits- und Lebensumwelt reduziert unser Interesse am Wetter im Alltag meist nur auf die Frage, ob es regnen oder die Sonne scheinen wird. Eine bewusste und langfristige Beobachtung des Himmels ist eher die Ausnahme als die Regel. Diese grundlegende Tatsache würde erklären, warum der größte Teil der Bürger eines von Sprühaktionen betroffenen Landes keinen Unterschied mehr zwischen einem natürlichen und einem künstlich veränderten Himmelsbild erkennen können. This is what the sky is supposed to look like. These are old paintings. We forgot this. I'm afraid. In the years that I have been a medical research journalist, I have looked at many, many things, and I found the same three issues in whatever I'm looking at. And that is that we are being dumbed down, we are being made sicker, and we are being made infertile. Das, was wir hier sehen, ist ein völlig normaler Kondensstreifen. Dieser hier, nicht. Der Kondensstreifen löst sich nicht auf und bleibt über Stunden bestehen. Doch warum? Um das zu verstehen, hilft ein kurzer Blick auf die Entstehung von Kondensstreifen. Bei der Verbrennung von Treibstoff in Flugzeugtriebwerken entstehen hauptsächlich Kohlendioxid, Wasserdampf, Stickoxide und auch Ruß. Während der Durchmischung der heißen Abgase mit kalter Umgebungsluft entstehen innerhalb kürzester Zeit Eiskristalle, welche hinter dem Flugzeug sichtbar werden. Der Wasserdampf kondensiert hierbei an den Rußteilchen zu winzigen Tröpfchen. Bei ausreichend kalter Luft gefrieren diese sofort zu Eiskristallen und werden so als weiße Wolkenstreifen sichtbar. Da der Kristallisierungsprozess durch die Abkühlung der heißen Abgase eine gewisse Zeit erfordert, ist zwischen Triebwerk und Kondensstreifen immer eine charakteristische Lücke zu beobachten. Kondensstreifen entstehen unterhalb von minus 40 Grad Celsius. Der genaue Temperaturwert hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie der Art des Treibstoffs, der Effizienz des Flugzeugs, des Luftdrucks und der Luftfeuchte. Diese Temperaturen herrschen, von den Polargebieten abgesehen, meist oberhalb 8 Kilometer Höhe, in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre. Normale, nicht in ihren Eigenschaften veränderte Kondensstreifen zerfallen nach entsprechender Umgebungsbedingung innerhalb von Sekunden bis durchschnittlich einer Minute. Atypische Abgasstreifen, wie sie durchschnittlich einmal pro Woche über Stuttgart und der Bundesrepublik zu Tausenden den Himmel bedecken, besitzen diese Eigenschaften nicht. Ihre unnatürlichen Eigenschaften
sind der wahrscheinliche Grund dafür, dass Kondensstreifen in Gebieten fortbestehen können, in denen die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, wie zum Beispiel in Wüstengebieten, wie hier in Syrien 2013. Meteorologen zählen beständige Kondensstreifenfelder zur Gruppe einer natürlichen Wolkenart, den Cirren, einer schönen Wetterwolke. Durch Kondensstreifen erzeugte künstliche Cirren sehen den natürlichen, für das ungeübte Auge, täuschend ähnlich. Ich war fast 10 Jahre bei der Luftwaffe. Ich sage gerne, das waren die besten 10 Jahre meines Lebens. Aber ich möchte euch von einem Tag erzählen, der mein Leben verändert hat. Meine zweite Basis war in Oklahoma City, die Tinker Luftwaffenbasis. Wie viele von euch haben von Geoengineering oder Chemtrails gehört? Wie viele von euch haben gehört, dass das eine verrückte Verschwörungstheorie ist? Während meiner gesamten militärischen Laufbahn habe ich keine Beförderung verpasst. Ich hatte 4 Streifen auf meiner Schulter. Ich hatte unglaublich viele Medaillen. Ich war ein vorbildlicher Staff Sergeant der US Luftwaffe. Ich wurde dann aufgrund meiner herausragenden Laufbahn für eine spezielle Operation in eine andere Basis verlegt. Als ich in der Tinker Luftwaffenbasis war, hörte ich bereits von Geoengineering. Damals dachte ich, jo, das sind verrückte Verschwörungstheoretiker. Zu meiner Arbeit als bioökologische Technikerin gehörte es, Gefahrenstoffe zu überprüfen, die in die Basis kamen. Egal ob es eine Farbspritdose war oder ein Lösungsmittel für Öl, das man benutzte, um die Flugzeuge zu entfetten, ich saß am Computer und bestätigte diese Gefahrenstoffe und registrierte sie für einen bestimmten Vorgang in einem bestimmten Gebäude. Wie wir alle wissen, werden manche Dinge beim Militär geheim gehalten, richtig? Meine Geheimhaltungsstufe besagte, dass ich nur das wusste, was für meinen Job notwendig war. Als ich dann bei einer Überprüfung des Luftwaffenformulars 3952 für die Genehmigung von Gefahrenstoffen Barium, Aluminiumoxid und Strontium sah, was alles von einem Unternehmen kam, dessen Name nicht dabei stand, was nicht normal war, da begann ich zu begreifen, dass all diese verrückten Verschwörungstheoretiker vielleicht gar nicht so verrückt sind. Und als ausgebildete Industriehygienikerin habe ich also auf eigene Faust Bodenproben genommen. Ich nahm also diese Proben und fand heraus, dass die Grenzwerte in meiner Nachbarschaft schwindelerregend hoch sind. Bestandteil des Wettermanipulationssystems ist die Auswahl von Techniken, die eingesetzt werden, um das Wetter zu verändern. Mit wenigen Ausnahmen ist es erforderlich, den meteorologischen Prozess auf die richtige Weise, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit entweder Energie oder Chemikalien, zuzuführen. Located on a filtered forested hilltop, miles and miles and miles away from any industry, highway and so forth. After several heavy spray days, there was a film that we see formed on the surface of the water. And we tested that crust and it was aluminum and barium. That after a year and a half's accumulation had 375,000 parts per billion of aluminum in it, it's literally toxic. We can say conclusively that what we see in the sky matches expressly what's outlined in numerous patents, and the materials on the ground match those patents. This material was not there 5 years ago. It is a recent phenomena in the quantities it's in. It has escalated in some cases 50,000% in 5 years in the case of aluminum. From our original baseline reading of 7 parts per billion, which was already high, it has escalated up to 50,000% in 5 years. And we've seen profound changes. Laborergebnisse, regierungsunabhängiger Institute, vor allem in den USA, und nun auch 2012 erstmalig durch eine Bürgerinitiative des Juristen Dominik Stohr in Deutschland gewonnen, objektivieren den offensichtlichen Zusammenhang zwischen künstlichen Kondensstreifen und der Bodenkontaminierung durch unnatürlich hohe Werte an Aluminium, Barium und Strontium. Verständlich, dass das Umweltbundesamt weder einer gesetzlichen Pflicht zur Messung dieser chemischen Elemente in der Luft unterliegt, noch eine offizielle, interessensunabhängige Ursachenforschung betreibt. Die Folgen wären weitreichend. Das Medium Internet liefert seit seiner Einführung in Deutschland Informationen über den Beginn des europaweiten Sprühprogramms Anfang der 1990er Jahre. Unzufällig ist dabei die Synchronizität des Chemtrail-Phänomens mit einer bundesweit extrem steigenden Anzahl von Messungen von Bodenproben des Umweltbundesamtes, genau in diesem Zeitraum. Wollte man die Auswirkungen der versprühten Chemikalien auf die Umwelt in Erfahrung bringen?
Die überwältigende Flut an Informationen zum Thema Chemtrails und die große Übereinstimmung mit meinen eigenen Erinnerungen an das Himmelsbild der letzten 30 Jahre machten mich neugierig. Ich wollte jetzt mehr wissen und durch eigene Beobachtungen Indizien für oder gegen das Chemtrail-Phänomen sammeln. Das Stuttgarter Umland mit seinen landschaftlichen Gegebenheiten bot für eine Langzeitbeobachtung die besten Voraussetzungen. In den vergangenen Jahren fiel mir immer öfters auf Spaziergängen, die sonderbaren Veränderungen kurz zuvor entstandener Kondensstreifen zu merkwürdigen Wolkenformationen auf und begann täglich den Himmel zu fotografieren. Zum täglichen Programm gehörte die Erfassung von Sprühtagen, Satellitenfotos und Animationen sowie Wetterdiagrammen. Bereits nach wenigen Monaten bestätigte sich ein erstes Indiz im Hinblick auf das zeitliche Auftreten des Phänomens. Durchschnittlich alle 7,6 Tage kam es zu einem massiven Auftreten künstlicher Kondensstreifen mit einer markanten Häufung im Frühling, Sommer und Frühherbst. An schönen Tagen besonders deutlich zu sehen, beginnt am frühen Morgen, vorherrschend aus Richtung des Sonnenaufgangs, die Bedeckung des Himmels mit künstlichen Kondensstreifen. Im weiteren Verlauf breiten sie sich zu einem geschlossenen, grau-silbrigen Teppich aus und erzeugen den sogenannten White Sky, den typisch milchig-weißen Himmel. Er blockiert durch die physikalischen Eigenschaften der Aluminium- und Bariumpartikel des Sprühmaterials bis zu 20% der Sonneneinstrahlung und lässt die Tagestemperatur bis zu 5 Grad Celsius sinken. Künstliche Kondensstreifen können sich in ihrer Länge über 1000 und in ihrer Breite über hunderte von Kilometern erstrecken und nehmen jährlich an Fläche und Intensität stetig zu, sodass sie problemlos von Satelliten aus fotografiert werden können. Auf Wettersatellitenfilmen kann die Entstehung und Ausbreitung von landesweiten Sprühoperationen verfolgt werden. Beispiel für die gezielte Ausbringung künstlicher Wolken ist dieser über 200 Kilometer lange U-förmige Streifen. Da die Verweildauer der Aerosole, je nach atmosphärischen Bedingungen, mittlerweile bis zu einem Jahr betragen kann, bevor sie in besorgniserregend hohen toxischen Mengen zum Erdboden zurückkehren, nimmt die weltweite Kontaminierung durch die dynamischen Klimabewegungen auch in Ländern zu, in denen keine extensive Sprühprogramme stattfinden. Hochburgen massiver Sprühprogramme sind vor allem Nordamerika, Nordeuropa, sowie auf der südlichen Halbkugel Australien, wie diese aktuelle Karte zeigt. Eine aufschlussreiche Information des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zeigt, dass die bereits seit Jahren über unseren Köpfen illegal praktizierte Anwendung wetterverändernder Maßnahmen zum mutmaßlichen Schutz des Klimas den Bereich der Verschwörungstheorie verlassen hat und nun zur Legitimation auf die Ebene einer wissenschaftlich-politischen Diskussion erhoben wurde. The spraying appears to be mostly in NATO countries. I've seen it here in the United States, I've seen it in England, I've seen it in Scotland, I've seen it in Canada, and I've had reports from people who live in France. There's a grouping, there's a political grouping here of some sort. It's international in scope. It's not just an American phenomenon, it's international. And anybody that wants to investigate that, I think, has to take that fact into consideration. They're going to find a political grouping and a political motive here. But in my humble opinion, it's not in your good or mine at all. I don't know what it is, but we'll soon find out. Er
11. September 2011. Mit einer ungewöhnlich hohen Tagestemperatur von fast 30 Grad Celsius, einer knochentrockenen Luft und absoluter Windstille, kündigt sich eine schwere Gewitterfront aus Frankreich an. Tennisballgroße Hagelschauer, ein Tornado nördlich von Halle und über 40 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde werden nur einige Folgen dieses Tages sein. An diesem Morgen beginnt eine der massivsten Sprüheinsätze der letzten Monate. Erst am darauffolgenden Tag wird deutlich, dass der Großraum Stuttgarts von den Auswirkungen dieser Wetterlage fast völlig ausgeklammert wurde. Einige Bundesländer verzeichneten die schwersten Unwetter des Jahres. Da Aluminium- und Bariumverbindungen die Eigenschaft besitzen, Luftfeuchtigkeit zu binden, wird an diesem Tag durch das Versprühen dieser Chemikalien die Bildung von Gewitterzellen künstlich blockiert. Nahezu die Hälfte aller Flugzeuge an diesem Tag, die meinen Beobachtungspunkt überfliegen, sind sogenannte Tanker, deren Leistungsfähigkeit die regulären Mengen an Sprühmaterialien durch Linienjets übersteigen. Charakteristisches Merkmal dieser Tanker ist das Fehlen jeglicher Kondensstreifen aus den Triebwerken. Stattdessen bilden sich zwei regenbogenfarbige Bahnen, die sich zu einem künstlichen Kondensstreifen verbinden. Ist der Tank leer, oder wird das Zielgebiet verlassen, wird der Sprühvorgang gestoppt. Hier sehen wir ein Verkehrsflugzeug mit gewöhnlichen Kondensstreifen. Die für das Auge sichtbare Kondensation beschränkt sich auf das Volumen des Abgasstrahls. Je nach Wetterlage variieren die Streifen in Länge und Breite. Das ist physikalisch völlig normal. Dieser Jet hingegen weist einen signifikanten Unterschied auf. Auch hier sehen wir auf den ersten Blick zwei Kondensstreifen in normaler Ausprägung. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass beide noch von einem anderen Volumen umgeben sind, welches offensichtlich nicht aus den beiden Haupttriebwerken stammen kann. Vergleichen wir dieses Indiz mit der Stuttgarter Maschine vom 11.09., so suchen wir vergeblich nach einer typischen Kondensstreifenbildung. Unzweifelhaft sehen wir zwei ungewöhnlich parallele, farbige Bahnen an der hinteren Flügelkante austreten. Ein paar Flugzeuglängen später, verwandeln sich diese Bahnen in die typische Form und Farbe eines gewöhnlichen Kondensstreifens. Meteorologen erklären den bis vor wenigen Jahren noch unbekannten Abriss der Streifen, als Folge unterschiedlicher Luftschichtungen. Beschreiben wir einfach nur das, was wir sehen, so tritt ein über die hintere Flügelkante verteilt, eine fein zerstäubte Substanz aus, die auch beim besten Willen nicht aus den beiden Haupttriebwerken stammen kann, wie ein italienischer Beobachter dies anhand eines Videos deutlich macht. Die Art und Weise, wie das Sprühmaterial ausgebracht wird, ist identisch mit der Ausbringung von Insektenvernichtungsmitteln durch den Einsatz von landwirtschaftlichen Sprühflugzeugen. Die drei häufigsten Sprühmethoden, die ich während der letzten zwei Jahre beobachten konnte, kommen auch weltweit zum Einsatz. Die Ausbringung des Materials durch zahlreiche Düsen über die Flügelhinterkante. Durch Einspritzung am Düsenauslass in den Schubstrahl hinein. Durch die Kombination von beiden, wie hier in der Animation zu sehen.
Well, this business of skywriting is simple enough. But of course there's a knack to it, same as anything else. Some folks learn quickly and some have to give up after years of trying. I suppose there's only about a dozen smoke riders in the country. Mechanically, it's not so complicated. Step up here and I'll show you. See this little trigger here? Well, that's a part of the pen we write with. When the trigger is pulled back, it opens a valve which permits chemicals to shoot out into the exhaust pipe. The exhaust pipe, being just about red hot, heats up the chemicals and makes the smoke you see from the ground. The tanks in the cockpit have to carry about 400 pounds of smoke oil. When we have to write long sentences, we use two planes. In our team, we have three planes working together. Well, we're off. Skywriting must be done into the wind, so the letters won't spread too much. Ein bis zwei Stunden vor Sonnenaufgang erscheinen, besonders an windstillen Schönwettertagen, die ersten Sprühflugzeuge am Horizont und bereiten den Zirrenschild über dem Zielgebiet für den Tag vor. In diesen frühen Morgenstunden werden die künstlichen Streifen aus Richtung des Sonnenaufgangs mit dem Wind ausgebracht. Typisch für diese erste Phase sind zunächst kurze Streifen bei vorherrschenden westlichen Strömungen, denen mit Sonnenaufgang Langstreckenstreifen folgen. Charakteristisches Merkmal vieler Sprühtage ist das Auftreten regenbogenfarbiger Halos und Lichtbrechungen, hervorgerufen durch die physikalischen Eigenschaften der ausgebrachten Metallpartikel, wie Aluminium und Barium. Im Laufe des Vormittags fließen nahezu ortsfest hunderte milchig-graue Streifen ineinander und erzeugen einen lokalen Schleierwolkenteppich. Da die versprühten Metallverbindungen Luftfeuchtigkeit bindet und die Sonneneinstrahlung reduziert, wird die Konvektion, also das Aufsteigen erwärmter Luftmassen, gebremst, wie an diesem stabilen Schönwetterhoch im Juli 2011 zu beobachten. Der Himmel ist bereits gegen Mittag mit einer weiß-grauen Schicht künstlicher Eiswolken überzogen. Nur mit Mühe bilden sich Schönwetterwolken. Die negativen Auswirkungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden sind weitreichend, bis hin zur Reizung der Atemwege, Gedächtnisproblemen und Kraftlosigkeit. Die Liste der gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die durch die Metallverbindungen von Aluminium, Barium und Strontium hervorgerufen werden, ist lang. Davon betroffen sind vor allem alle Arten von Atemwegserkrankungen und neurophysiologischen Störungen, die zunehmend mit der rapide ansteigenden Anzahl von Alzheimer und frühzeitiger Demenz in Zusammenhang gebracht werden. Damit der Absinkvorgang des Sprühmaterials zeitlich verlängert wird, werden die Metallverbindungen an Nanofasern gebunden und während eines Fallouts eingeatmet. Die winzigen Fasern sammeln sich in der Lunge und führen langfristig zu massiven biologischen Effekten, deren Ursache meist unbekannt bleibt. Vor allem die Anreicherung von Strontium im menschlichen Körper stellt ein extrem hohes Krankheitsrisiko dar. Strontium ist ein radioaktives Element. Wie gezielt künstliche Schleierwolkengebiete lokal erzeugt werden können, veranschaulicht dieser Panoramablick im Oktober 2012 von einer Anhöhe, etwa 25 Kilometer von Stuttgart entfernt. Wo noch vor 10 bis 15 Jahren bei stabilen Hochdrucklagen klassische Wolkentypen und ein tiefes Blau des Himmels zu beobachten waren, entstehen heute untypische stationäre Schlierenfelder infolge einer massiven Besprühung, welche mit klassischen Schönwetterzirren nichts mehr gemein haben. Auffällig ist, dass das Schleierwolkenfeld auf den Großraum Stuttgarts begrenzt ist, der restliche Himmel jedoch keine gleichartige Bedeckung aufweist. Wie viele Tonnen an Metallverbindungen und Nanopartikeln bisher in die Atmosphäre weltweit ausgebracht wurde, ist unbekannt.
gesichert ist, dass das versprühte Material schwerer als Luft ist, den Gesetzen der Schwerkraft folgt und nach einer gewissen Zeit zum Boden absinkt. Die Ausbringung hochkonzentrierter Aerosole kann an der markanten Bildung von sackartigen Ausstülpungen beobachtet werden, wenn die schwereren Anteile der Aluminium- und Bariumverbindungen sich von den leichteren Kondensationsanteilen des Abgasstrahls trennen. In seltenen Fällen ist jedoch auch das Gegenteil zu beobachten, wenn der Abgasstrahl keine Kondensstreifen erzeugt, sondern die umgebenden Wolken eliminiert. Diese relativ unbekannte Version wird in Anlehnung an Contrail, Distrail genannt. Auf dem Weg zurück zum Erdboden werden die darunterliegenden Luftschichten mit den künstlichen Aerosolpartikeln stark angereichert. Das Luftvolumen nimmt die Eigenschaft einer räumlichen Projektionsfläche an. Dadurch wird ein Schattenwurf nicht wie auf einer Leinwand in zwei Dimensionen, sondern als dreidimensionales Abbild sichtbar. Das immer häufiger über Stuttgart zu beobachtende Phänomen, durch Kondensstreifen hervorgerufene schwarze Linien, wird von Amateur- und Profifotografen in Europa erst in den letzten Jahren dokumentiert. In den 2 Jahren meiner Beobachtungen traten diese schwarzen Schatten besonders an massiven Sprühtagen auf. Selbst bei idealen Wetterlagen mit hoher Luftfeuchtigkeit trat nicht, wie zu erwarten wäre, eine vergleichbare Schattenbildung ein. Der Grund musste also in einer nicht natürlichen Veränderung der atmosphärischen Eigenschaften liegen. Erreichen die Aluminium- und Bariumpartikel den Erdboden, kann der Fallout mit einer stark abgeblendeten Kamera beobachtet werden. Bei dieser Aufnahme handelt es sich nicht um einen kalten Wintertag oder niederfallende Eiskristalle. Sie entstand an einem sehr warmen Tag im August 2011. Deutlich sind die Reflexionen der Sonne an den Partikeln zu erkennen. Aufgrund der gleichmäßigen Fallrichtung und der Partikelgeometrie scheiden Mückenschwärme oder Pollenflug als Ursache aus. Am 24. April 2011, kurz nach 17 Uhr, starte ich meine Kamera für eine Zeitrafferaufnahme eines Himmelsausschnitts von meinem Balkon aus. Nach einer halben Stunde kontrolliere ich die Einstellung und schaue verblüfft und verwirrt auf den Schattenwurf am Himmel. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich eine Wolkenformation gesehen, welche ihren Schatten nicht wie gewohnt nach unten, sondern nach oben, auf eine darüberliegende Wolkenschicht warf. Zunächst ratlos und ohne eine Erklärung dafür, beobachten meine Frau und ich über eine Stunde das bizarre Schauspiel. Einige Wochen und etliche Recherchen später finde ich eine mögliche Antwort und ein weiteres Indiz für die Existenz künstlicher Aerosole in der Luft. Hochentwickelte Aerosole können bis zu 20% des Sonnenlichts reflektieren und werden zwischenzeitlich als mikroskopisch kleine Nanomoleküle in großen Mengen ausgebracht. Visuell sind sie daher von gasförmigem Wasser, der Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre, kaum mehr zu unterscheiden. Erreichen diese Nanopartikel die unteren Luftschichten, nehmen sie die Eigenschaften eines Spiegels an. Selbst unsichtbar werden Lichtstrahlen reflektiert und der Schattenwurf im Grenzschichtbereich präzise abgebildet.
Die Rekonstruktion des Grenzschichtphänomens am Computer zeigt, dass bei entsprechender Eigenschaft und Material des simulierten Luftvolumens, der in der Natur zu beobachtende Effekt künstlich erzeugt werden kann. Diese eindrucksvolle Aufnahme belegt die unglaubliche Präzision des Grenzschichtphänomens am Beispiel eines Sonnenaufgangs. Es wird hierbei kein Schatten, sondern ein Spiegelbild der Sonne erzeugt. Das beste Resultat erzielte ich in dieser Simulation mit dem Material Chromstahl, einem stark reflektierenden Metall. Wird die Rekonstruktion auf 2 bis 3 Grenzschichten erweitert, werden gemäß der Anzahl der Ebenen ebenso viele Schattenabbildungen erzeugt. Die Verwendung der Materialien Dunst oder Nebel waren nicht in der Lage, das Phänomen zu rekonstruieren. Die weitere Bildanalyse dieser außergewöhnlichen Wolke zeigt die vorherrschenden Spektralfarben von Rot und Grün, des seitlich zum Erdboden abströmenden Luftpaketes. Über der Wolke, nach oben verdichtend, ein chaotisches und zerrissenes Gemisch, auch hier vorherrschend in rötlich-gelben und giftgrünen Farben. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hierbei um jene versprühten Chemikalien, welche für die optische Täuschung des Schattenwurfs nach oben verantwortlich sind. Die schwadenartige Struktur erinnert an ein malerisches Höllenszenario. Auffallend sind die vorherrschenden Farbtöne, in grünem und rotem Spektrum. Ist es in der Summe des hier beobachteten Phänomens reiner Zufall, dass gerade diese beiden Farbtöne den chemischen Elementen Barium und Strontium entsprechen? Im Unterschied zu diesem Beispiel, wird die völlige Andersartigkeit der visuellen Erscheinung deutlich. Die Schichtung ist in ihrer Struktur nahezu homogen, und die Verteilung des Farbspektrums spiegelt die natürliche Konsistenz des Wasserdampfes wider. Die häufigste, von Chemtrail-Kritikern zu hörende Erklärung, warum in scheinbar gleichen Höhen fliegende Flugzeuge völlig unterschiedliche Kondensstreifen aufweisen können, ist die Behauptung, dass vom Boden aus die tatsächliche Höhe der Maschinen nicht zu ermitteln ist. Flugzeuge in unterschiedlichen Flughöhen, so die Meinung vieler Meteorologen, bewegen sich in Luftschichten mit unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen. Dies sei der Grund, warum bei einem Jet ein langer Kondensstreifen zu beobachten ist, und bei einem scheinbar in gleicher Höhe fliegenden anderen Jet, nicht. Das bloße menschliche Auge sei nicht in der Lage, signifikante Höhenunterschiede zweier Objekte auf diese Entfernung festzustellen. Dieses Argument klingt zunächst plausibel, ist jedoch auf der Grundlage meiner Beobachtungen nicht schlüssig. Der erweiterte Blick durch das Teleobjektiv einer Kamera gibt uns genau die Möglichkeit, zu der das bloße menschliche Auge nicht fähig ist. Jedes körperliche Objekt steht in einem maßstabsgerechten Bezug zu einem metrischen System. Zwei gleich große Objekte, von denen eines sich vom anderen entfernt, wird naturgemäß vom menschlichen Auge als optisch kleiner wahrgenommen. Die Abhängigkeit der wahrgenommenen Größe eines Gegenstandes zu seiner Entfernung vom Beobachter ist ein unumstößliches Naturgesetz und mathematisch berechenbar. Um zu überprüfen, wie sich die Größenänderung zweier Flugzeuge am Himmel auf die Ermittlung der Flughöhen niederschlägt, machte ich ein kleines Experiment. Anhand zweier, maßstabsgetreuer Spielzeugflugzeuge, rechnete ich die durchschnittlichen Flughöhen über Grund in Meter um, und überprüfte anschließend die optische Größenveränderung, durch die entsprechenden Abstände zum Beobachter. Die Versuchsanordnung bestand aus der Beobachterposition, der Kamera, und den beiden, im umgerechneten Abstand von 8 Kilometer Höhe sich befindenden maßstabsgetreuen Modellen. Die Versuchsreihe bewegte das rechte Modell dabei in 1000 Meter Schritten nach oben. Die Ergebnisse bestätigten einen deutlich sichtbaren Unterschied bereits ab 500 Metern. Da wir vom Boden aus die tatsächlichen atmosphärischen Bedingungen der Luftschichten in 9 und 10.000 Metern in dieser Aufnahme nicht kennen, bleibt zunächst die Frage nach einem unnatürlichen Zusammenhang in der Kondensstreifenbildung offen. Was jedoch unzweifelhaft die Analyse dieser Aufnahme belegt, ist der visuell ermittelte Beweis der identischen Flughöhen beider Maschinen.
Die Antriebstechnik der Jets und ihre Auswirkung auf die Atmosphäre sind in dieser Gleichung bekannte Größen. Die sichtbare Tatsache, dass das eine Flugzeug einen unnatürlich langen Kondensstreifen bildet und das andere nicht, weist auf eine bewusste Irreführung des Bürgers durch falsche Expertenaussagen hin. Kritiker des Chemtrail-Phänomens führen oft das Argument an, dass es eine natürliche und beständige Kondensstreifenbildung lange vor dem Düsenflugzeug gegeben hat und verweisen auf historische Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Fotografien scheinen im ersten Augenblick dieses Argument zu belegen, doch die Filmanalyse zweier historischer Filmaufnahmen weisen auf andere Indizien hin. In einem Propagandafilm der amerikanischen Luftwaffe 1944 begleitet die Kamera den Einsatz einer B-17-Staffel. They're climbing higher now, 300 feet a minute. The strain on the planes and on the men is mounting. Higher and higher, climbing to reach your best operational altitude, 25,000 feet. 5 miles straight up. Higher and colder. Temperature 40 degrees below zero. Take off your glove and you loosen fingers. Eine erste Kondensationsbildung von Abgasen aus den Motoren setzt ein. Higher and higher into the lifeless stratosphere. Until the exhaust of the engines mixing with the cold thin air condenses. And streams the heavens with paper trails. Handelt es sich hierbei tatsächlich nur um eine gewöhnliche Kondensstreifenbildung? Schauen wir uns diese kurze Sequenz noch einmal genauer an. Wir glauben, die vier Abgasfahnen der Motoren zu sehen, welche hinter dem Flugzeug kondensieren. Die genauere Analyse zeigt jedoch, dass die vier mutmaßlichen Abgasfahnen nicht an den dafür vorgesehenen Stellen der Motoren austreten, sondern genau zwischen ihnen. Der Vergleich mit einer anderen B-17 aus einem anderen Blickwinkel belegt dieses ungewöhnliche Indiz und führt konsequent zur Frage, aus welcher Substanz dann der mutmaßliche Kondensstreifen hinter dem Bomber besteht. Ein weiteres Indiz, den plötzlichen Abriss von Kondensstreifen, ist 1944 wieder erwarten, auch hier schon zu beobachten. Diese seltene Aufnahme zeigt, wie der Sprühvorgang an der zunächst rechts im Bild zu sehenden Maschine plötzlich stoppt. Sekunden später stoppt die Kondensstreifenbildung an der Maschine in der Mitte des Bildes. Während die links von ihr fliegende B-17 überhaupt keinen Kondensstreifen aufweist. In dieser Sequenz von 1944 wird belegt, dass die in 8 Kilometern Höhe fliegenden Propellerflugzeuge keine derartig massiven Kondensstreifen erzeugen können, außer es werden vorinstallierte Sprühsysteme aktiviert, an- und ausgeschaltet. In einer 1945 gedrehten Dokumentation während eines Luftkampfes zwischen B-17-Bombern und deutschen Jagdflugzeugen wiederholt sich das gleiche Phänomen. Auch hier erwähnt der Kommentator die eindrucksvollen Kondensstreifen, nachdem die Kampfflugzeuge mit knapp 8 Kilometern ihre Einsatzhöhe erreicht haben. In einiger Entfernung sind bereits die einmotorigen feindlichen Jäger zu sehen. Ihre Abgasfahnen hinterlassen zu diesem Zeitpunkt nur noch einen relativ kurzen Streifen. Die massiven Kondensstreifen, welche die B-17 nach Erreichen ihrer Einsatzhöhe in 8 Kilometern in der Szene vorher erzeugt haben, sind nun beim gesamten Geschwader auf unerklärliche Weise verschwunden. Zeitgleich setzt eine massive Kondensstreifenbildung bei den feindlichen Jagdmaschinen ein. Aus militärischer und strategischer Sicht ein vollkommener Unsinn. Denn dadurch sind die feindlichen Jäger perfekt für einen Abschuss verfolgbar. Erstaunlicherweise verschwinden in der nächsten Kampfhandlung fast alle kurz zuvor zu sehenden, massiven Kondensstreifen der feindlichen Jagdmaschinen.
Wo sind nun alle, kurz zuvor noch zu sehenden Kondensstreifen geblieben? Alle Flugzeuge befinden sich noch im gleichen Luftraum und in der gleichen Flughöhe. Keine der Maschinen fliegt mit abgeschalteten Motoren. Hören wir, was der Kommentator dazu sagt. Because you know that enemy fighters will appear any minute. They know exactly where you are. They've been watching the stratosphere condense off your wingtips, giving you away in long trails of magnificent treachery. Der Kommentator, ein vom Militär kontrollierter Sprecher, sagt, dass dieser massive Streifen, den wir hier sehen, die Folge eines Flügelspitzenwirbels, eines sogenannten Vortex sein soll? Die Information des Filmsprechers ist aus meiner Sicht unzufällig falsch. Hier sehen wir eine authentische Flügelspitzenkondensation an einem modernen Kampfflugzeug. Die Untersuchungen beider Filme führt aus meiner Sicht zum Schluss, dass es sich hierbei um die Kombination aus Aufnahmen von frühen Chemtrail-Experimenten und gewöhnlichen Luftkämpfen handelt. Die hier vorgestellten Zeitdokumente sind mediale Schläfer, welche in der aktuellen Chemtrail-Diskussion gerne als Kronzeugen gegen Verschwörungstheorien angeführt werden, jedoch bei genauer Analyse leicht als gezielte Desinformation zu durchschauen sind. Die Frage, wie es möglich sein soll, dass weltweit zigtausende von Piloten und ein Heer von Bodenpersonal ohne ihr Wissen an Sprühoperationen beteiligt sein sollen, gehört wohl zu den unglaublichsten Behauptungen angeblicher Verschwörungstheoretiker. Die Menge an jährlichen Flugbewegungen weltweit ist in der Tat sehr eindrucksvoll. USA und Europa bilden dabei die Hauptknotenpunkte und die am stärksten von künstlich erzeugten, trojanischen Wolken betroffenen Erdteile. Angesichts der Millionen von Flugbewegungen pro Jahr, weltweit, fällt es dem normalen menschlichen Verstand sehr schwer, an illegale Wettermanipulationsprogramme der eigenen Regierung zu glauben. Und genau diese psychologische Tatsache macht es möglich, dass die, seit mehr als zwei Jahrzehnten tagtäglich über Europa laufenden Sprühprojekte, bislang von der Mehrheit der Bevölkerung optisch nicht wahrgenommen und ihre Realität verdrängt wird. Die konsequente Anwendung modernster Kommunikationstechnologien, wie sie schon lange bei Drohnen in Kriegsgebieten und bei zivilen Operationen zum Einsatz kommen, sind der Schlüssel zu einem der wohl geheimsten weltweiten Kriegshandlungen gegen Menschen und Bürger von mehr als 60 Staaten auf diesem Planeten. Von geheimen Stützpunkten aus,
werden mit Hilfe von Großcomputern, Vorhersagesimulationen und Operationen für ausgewählte Zielregionen erstellt, welche über Satelliten, GPS und Transponderverfolgung, die Sprühsysteme ohne jegliches Wissen der Piloten aktivieren und deaktivieren. Weltweit müssen somit nur wenige hundert Personen in die eigentlichen Missionspläne und Ziele involviert sein. Dieses Konzept wird vor allem in der zivilen Luftfahrt angewendet. Militärisch geführte Sprühoperationen mit unmarkierten Langstreckentankern werden von speziellen und zur Verschwiegenheit verpflichteten Militärpiloten von europaweit verstreuten, in offiziellen Basen ausgeflogen. Diese Tankerflotten sind auf keinen offiziellen Flugplänen zu finden und in der Regel abseits der genehmigten Luftfahrtkorridore zu beobachten. Before about 5 years ago, our skies were typically blue, and now you see it's covered with lines and haze, and virtually nothing you see on the horizon, nothing you see in the sky above us is a natural cloud. I mean, it is virtually all the remnants of these aircraft lines that you see fanning out, spreading into clouds, artificial clouds. But the sky is a very dirty look to it. It's not the white cloud blue sky that we had only a few years ago, but it looks like there's some sort of massive industrial activity or forest fire burning over there. We see that typically every night. You see even down to ground level, the clarity drops off significantly, and we don't see that except for the days when we have these long lingering trails that spread and cover the whole sky. Am Ende meiner zweijährigen Beobachtungen und Dokumentation der Vorgänge am Himmel über Stuttgart bleibt vor allem eine erschreckende Erkenntnis. Durchschnittlich 9 von 10 angesprochenen Personen waren nicht in der Lage, massive und dauerhafte Kondensstreifen von völlig normalen Wolken zu unterscheiden. Keiner von ihnen konnte mit eigenen Worten das beschreiben, was er am Himmel tatsächlich sah. Das völlige Fehlen jeglichen Bewusstseins und eigener Erinnerungen über das Aussehen eines natürlichen Himmelsbildes, wie es noch vor 10 Jahren zu beobachten war, machte eine kritische Auseinandersetzung unmöglich. Sie sahen nicht das Ungewöhnliche, was am Himmel offensichtlich zu sehen war, sondern nur das, was sie sehen wollten oder konnten. Nämlich nichts. Das größte Verbrechen an der Menschheit, die Vergiftung unseres Planeten mit mehr als 10 Millionen Tonnen toxischer Metallverbindungen bis zum Jahre 2025, ist keine geheime Verschwörung. Sie findet fast täglich vor unseren eigenen Augen, über unseren Köpfen, unübersehbar statt. Alles, was wir tun müssen, ist hinzusehen, zu beobachten und die offiziellen Medien kritisch zu hinterfragen. Thank you.
looks like it is so cheap that the cost is basically not going to be an issue. That means that implementation decisions will be risk-to-risk decisions. The risk of doing it against the risk of not doing it. And it makes the problem of how we govern it fundamentally harder and different and normal. So I've told you this, cheap to deliver materials in the stratosphere, and I'm convinced that's true. I don't think that will change. But I think the more we do research, the less easy this will look, the more complicated the environmental effects will look. And that's a good thing, because right now it looks too easy. So I think that if we do more research, we're likely to find out that it's harder and more complicated than we thought, and that the side effects are harder to manage. And that's a healthy outcome that will make it easier to do the management. Of course, the opposite reaction is possible. It's an empirical question how people will actually react to knowledge about this. Another reaction is to say, if these crazy scientists are so concerned about putting CO2 in the atmosphere, they want to think about these things, then that might actually mean we should be more serious about the risks of CO2 in the atmosphere. And by the way, it's not really a moral hazard. It's more like free riding on our grandkids. And by the way, it's not really a moral hazard. It's more like free riding on our grandkids. Hi, in unserem Jugend-TV-Studio in St. Gallen. Bestimmt magst du dich an einen lauen Sommertag erinnern, den du draußen im Freien verbracht hast. Dabei muss dir doch bestimmt aufgefallen sein, dass der Himmel, unter dem du gestanden hast, nicht mehr so azurblau und wolkenlos war, wie wir ihn von früheren Jahren her kennen. Das kommt nicht von irgendwoher, sondern hat einen triftigen Grund. Und davon möchte ich dir hier berichten. Flugzeuge versprühen seit mehreren Jahren beinahe täglich chemische Substanzen wie Barium und Aluminium, sogenannte Chemtrails, in die Atmosphäre. Unter dem Vorwand, so der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Stellt euch das mal vor. Das hat zum ersten Mal auch eine Politikerin offen zugegeben. Pernilla Hackberg ist Vorsitzende der schwedischen Grünen und weiß zu berichten, dass bei diesem Verfahren auch ihre Regierung die Finger im Spiel hat. Die Versprühung soll ungeahnte, drastische Folgen für die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen haben. Berichten zufolge wird in Deutschland seit 2003 gesprüht, in den USA allerdings schon seit den 90er Jahren. Dort steht man laut Experten bereits vor den Folgen dieser Umweltvergiftung. Völlig verseuchte Böden und Seen, normales Saatgut kann darauf nicht mehr wachsen. Das finde ich wirklich krass. Würdet ihr es mir glauben, dass inzwischen Genkonzerne aluminiumresistentes Saatgut entwickelt haben und an dessen Verkauf ungeheure Summen verdienen? Sorry, aber es ist so. Wenn wir Jugendlichen anstatt immer nur in die Glotze, iPhone und iPad zu schauen, uns mal etwas zusammenschließen würden und all diese Informationen mal so richtig unter die Massen bringen, dann könnten auch die Flugzeuge bald nicht versprühen, was sie wollen. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Sendung.